Punkt 3. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds im Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nach Nummer 5 der Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vom 30. Juli 1973 wird für jede Legislaturperiode ein Kuratorium gebildet, dem 9 Abgeordneten angehören. Die Mitglieder des Kuratoriums und ihre Stellvertreter werden vom Landtag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Durch das Ausscheiden von Frau Kollegin Cárdenas aus dem Hessischen Landtag ist ein stellvertretendes Mitglied noch zu wählen. Der Wahlvorschlag liegt hier mit der Drucksache 19/3923 vor. Weitere Vorschläge liegen bei mir nicht vor. Wird dem Wahlvorgang durch Handzeichen widersprochen? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19/3923 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Die Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Damit ist Frau Abg. Faulhaber als stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung gewählt. Und damit ist diese Wahl vollzogen.